ist eine super Sache und das muss man unterstützen. Wir haben vor ein paar Jahren die Freitagssuppe als Fastensuppe im Pfarreiheim und haben festgestellt, dass die Leute am Sonntag gar nicht mehr so gekommen sind. Und wir sind fast drauf und dran, die Fastensuppe im Pfarreiheim aufzugeben und haben dann überlegt, ob es auch Alternativen gibt. Und die Alternative war, dass wir gehen raus zu den Leuten auf den Platz ins Freie und haben in den letzten Jahren die Freitagssuppe mitten in der Stadt auf dem Platz gemacht. Und bei schönem Wetter, so wie heute, blauer Himmel und Sonne, ich kann Ihnen sagen, da wären 300-400 Leute gekommen. Aber dieses Jahr ist Corona und weil Corona ist, haben wir natürlich die Bewilligung nicht. Und wir wollten ein Takeaway anbieten und das ist auch nicht gegangen. Und darum haben wir uns entschieden, mal, es ist wichtig für die Leute, eben gleich etwas zu machen, nicht in eine Lähmung, in eine Resignation zu kommen. Und darum haben wir gesagt, alle miteinander, das Katechetin, das Seelsorgeteam, dass wir Freitagssuppe gerade frei auf den Tisch in die Stube zu den Leuten heim Hauslieferung machen. Es war letzten Freitag so ein schönes Erlebnis, von Tür zu Tür, wie die Leute Freude haben. Und wir haben einfach am Samstag ihm eine Mail geschickt und die Freude mitteilt, dass es bei uns angelaufen ist. Und falls er nichts zu tun hat, das heisst, er hat natürlich viel zu viel zu tun. Aber wir haben ihn eingeladen, er könne uns heute helfen. Und am Samstag hat er kurz und bündig zurückgeschrieben, super Idee, er will ein Zeichen setzen, auch für die Leute, uns zu motivieren. Ich schaue jetzt, was auf mich zukommt. Ich bin ganz offen. Also ich hoffe, dass wir wissen, wo wir durchgehen wollen und dass die Suppe nicht ausläuft. Es ist sehr schön, dass man in den Leuten Suppe bringen kann. Man geht zu ihnen heim. Und es hat auch solche, die nicht mehr so mobil sind. Und für die ist das nicht nur eine Dienstleistung, sondern es ist auch schön, in der Corona-Zeit mal jemand anderes zu sehen und jemanden zu treffen.